Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Sky Saga hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir loggen uns gerade ein, so wie du siehst, und holen die tägliche Belohnung. Dunkelsteinblock. Okay, was gibt's denn morgen? Pulver zum Temperieren, Schatten, Stahl, Schneide und wir kommen wieder auf die Schatzinsel. Gut, was machen wir in der Folge? Ich habe noch keinen Plan. Ich habe noch keinen Plan. Was kriegen wir jetzt heute die Belohnung? Löblichen Schlabberadatz. So, was haben wir denn in den letzten Tagen eingesammelt? Kleine Zuflucht. Dann lernen wir die Rezepte mal eben alle. Ich habe das, wie gesagt, jeden Tag mich eingeloggt. War auch in der Stadt des Lichts diesmal jedes Mal. Habe die Rezepte abgegriffen, die ich noch nicht hatte. Deswegen ist unser Geldbestand leicht reduziert. Also es lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr da gucken zu gehen, weil die Rezepte, die uns noch fehlen, kosten meistens so ab 5000 aufwärts. Da müssen wir jetzt erstmal wieder warten. Zack. Eine improvisierte Zuflucht zum Schutz vor den Elementen. Achso, das ist noch so ein Zelt. Und ein Kessel. Bequem tragbar, wenn auch ein bisschen zu klein geraten. Okay, was haben wir denn noch? Das können wir nachher eintüten. Ja, wir müssen in die Stadt des Lichts. Ich habe jetzt zwei Sachen zum Einlösen. Ein Emote und ein zufälliges Schild oder einen Pfosten. Der Pfosten, der sitzt gerade hier am Rechner. Kleiner Scherz. Dann reisen wir mal in die Stadt des Lichts. Dumm. Zerlegen ist eine gute Möglichkeit, Komponenten und Ressourcen zurückzugewinnen. Ah, seit wann haben die denn die Tipps hier drin? Ich bin begeistert. Das ist schon wieder was Neues. Apropos neu, ja, Ende August kommt Alpha 9. Es gibt neue Rüstungen, neue Bauelemente. Und ich hoffe kein Vibe, weil dann wäre das Let's Play erstmal beendet. Beziehungsweise. Oh, das erzähle ich dir gleich. So, was hat denn der hier? Hängende Kräuter, die kennen wir schon. Seht ihr? So, das kennen wir auch schon. Ah, wir kennen das schon. Also hätten wir heute sowieso nichts kaufen können. Ja, der Explorer. In den letzten Folgen habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Ich habe mir Life in the Woods geholt. Beziehungsweise ich habe mir echt Minecraft gekauft. Weil das Bauen hier. Ist zwar schön, aber ich fühle mich, wie soll ich sagen, nicht ausgereizt. Und ich habe mir beim Gronkh das Let's Play so zu. Ich habe jetzt gerade Urlaub. Hab mir da also. Moment. Also. Freches Lasso-Emote. Beim Gronkh. Oder warte. Was ist das? Du kennst dieses Rezept bereits. Okay. Dann lernen wir das mit dem Lasso. Oder können wir das auch schon? Aha. Und das verkaufen, dann gehen wir noch verkaufen. Ja, wie gesagt, ich habe mir beim Gronkh, der ist Life in the Woods, der hat ja mittlerweile 170 Folgen oder mehr noch. Und ich bin jetzt bei Folge 70, 75. Habe mir also jede Folge bis jetzt angeschaut. Und ich finde das Spiel total toll. Aber ich habe ja in den letzten Folgen schon erwähnt, ich bin da dem Spiel gegenüber sehr ehrfürchtig eingestellt aufgrund der Masse, die man da machen kann. Und da ich vorher noch nie Minecraft gespielt habe, habe ich natürlich Angst, dass ich da total überfordert bin. Und ihr wollt natürlich keinen überforderten Explorer. Okay, ihr seht hier tagtäglich einen überforderten Explorer, aber. Ich weiß schon, was ich meine. Jetzt hat der Dark sich angeboten, der würde eventuell mitmachen. Müssen wir mal schauen. Ob wir uns da wirklich demnächst mal ransetzen, Server mieten. Und mal ein bisschen Life in the Woods spielen. So, was machen wir jetzt in der Folge? Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen weiter. Ich würde gern ein bisschen weiter bauen hier. Also, was heißt bauen? Innenausbau, verstehst du? So hier. Mal was ausprobieren, ein bisschen schöner, schicker machen mit den Ressourcen, die wir jetzt noch haben.
Ich denke, wir werden farmen müssen. So, große Truhe. Was haben wir hier drin? Hier haben wir die Embleme drin, die finsteren Herzen, Schlüsselstein, geheime Formel der Siedler, geheime Formel der Siedler. Die Blöcke kommen drüben rein. Dann würde ich sagen, das Erste, was ich jetzt mache, ist, wir werden die Säulen unten ersetzen. Ich wollte hier unten Säulen reinmachen. Hab da ja schon extra Steine produziert für. Müssen wir jetzt nur finden. Ich meine, die wären hier drin gewesen. Ah, ich habe ein Gedächtnis. Das ist phänomenal. Hier möchte ich dann noch einen Eisenzaun. Kann man direkt mal gucken, was der dafür braucht. Das ist die Einrichtungswerkbank sein. Ne, das ist Ausrüstung. Das ist die Schmiede. Was ist der Waffenamboss? Schmiede? Schmiede? Sollen wir mal in der Schmiede gucken, aber ich glaube nicht. Drehbank, ne? Was soll das hier sein? So. Eisenzaun. Das ist der doch, oder? Ne, das ist die Steindoppeltüre. Möbel? Fällt das unter Möbel? Eisenstangen. War doch gelernt, ne? Eisenzaun, da ist er. Eine Eisenstange brauchen wir. Also wir brauchen sechs Eisenstangen und sechs geheime Formel der Siedler. Sechs Eisenstange und sechs Formel der Siedler. Ah, da nee, haben wir natürlich nicht so viel von, ne? Von dem lila Kram hier. 79 hört sich jetzt viel an, aber die gehen ratzfatz weg. Sechsmal Eisenstange. Hier drin. Graue Eisenstange, sortiere nochmal nach Typ. Graue Eisenstange, Himmelseisenstange. Ah, verwechseln wir die. Dann gehen wir an die Drehbank. Und Eisenzahn. Tabs. B12. Zwölf Eisenstangen und okay. Hätten wir vorher ins Rezept gucken sollen. Ne, dann machen wir die Eisenstangen separat. Dann vom. Nee. Eisenstange. Das heißt, wir brauchen Metall. Was hat er jetzt gesagt? Sorry, ich muss nochmal gucken gehen. Du Kopf wie Sieb, Mutter laufen. Ellips. 12. Das heißt 72 Eisenstangen. Oha. Da haben wir aber jetzt. Was zu tun. 72. 71. 70. Gut, der produziert. Dann gehen wir die Säulen setzen erstmal. Knallen noch vorher das Eisen wieder rein. Die Eisenstangen können wir auch wieder reintun. An die, ne? Ups. Gut, er baut und wir bauen auch. So, Säulen. Also ich würde die Säulen gerne im Vier. Wir setzen erstmal ein, um zu gucken, wie es aussieht. Aber ich denke, wir werden die im Viererblock setzen müssen. Hier, ne?
lassen wir das so. Aber ich finde die. Kann man die Steine wieder einsammeln? Wie sieht denn das aus? Unscheinbar, ne? Wir machen mal einen Viererblock. Um zu gucken. Aber ja, fast der Viererblock wird zu so pompös aussehen. Deswegen werden unsere Steine, glaube ich, nicht reichen. Ja, das sieht auch scheiße aus, oder? Sieht aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Lass mal die eine Reihe. Na, nimmst du? Nimmst du? Nimmst du? Nimmst du? Okay. Fliegen. Ach, wir haben den. Ach, scheiße, wir haben das Ding ja gar nicht mehr. Okay. Dann müssen wir was anderes machen. Upsala. Die kommt weg. Dann düp. Hier hin. Was ist das denn da? Mal vier Säulen. Machen wir vier Säulen. Können ja noch alles ändern. So. Wie viel Abstand haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So und so. Los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und Lups. So. Das gleiche machen wir jetzt hier. Das ist die Frage. Eins. Ach, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und zack. Ein bisschen konzentriert. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Stimmt das? Ja, das wird stimmen. Zwei, sechs. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dieses Huhn. Unser stetiger Begleiter hier. Ne? So,
Ich glaube, das müssen wir mal nehmen, weil sonst ist er in 6 Jahren immer noch da. Wie sieht denn das aus? Komm rein und die Säulen. Da stimmt da was nicht, oder? Haben zu nah gebaut, kann es sein? Ist das jetzt nur eine Option? Nee. Wir haben eins zu nah gebracht. Ah, puh. Ja, sorry. Den müssen wir ändern. Ja, ist ja auch sehr schlau. Jetzt komme ich da oben nicht mehr dran, aber egal. Und deswegen traue ich mich nicht, Minecraft Live in the Woods zu spielen. Sehen sie nichts? Warum sie nichts sehen? Ist zu weit, muss hier hin. Gehen wir eben rauf. Sammeln den ein. Sammeln den ein. Und wir sammeln den ein. Sagte jetzt. Ja, ich glaube, jetzt passt das. Lass mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt passt. Okay, dann müssen wir jetzt die anderen noch verschieben. Und die sind jetzt auch gegenüber, ne? Oder? Das heißt, abbauen. 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 Einmal nach oben. Wo ist er? Da ist er. So. Der müsste dann hier hin, ne? Rechnerisch. Wir brauchen unbedingt Licht hier. Ja, ist jetzt nicht sehr interessant, aber gehört ja nochmal zum Spiel dazu. Also von daher. Und Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und überhaupt hast du nicht gesehen. So, eine Säule noch, dann haben wir es. Packen wir uns die mal ein hier. Den haben wir richtig gesetzt. Der muss noch weg. Und der muss weg. Was sagt denn das Spiel? Ist schon wieder düster hier. Geht. Kann man so lassen. Muss ich mir nur überlegen, ob wir jetzt hier Fackeln dran machen oder so eine Art Kerzen. Ich meine, wir hätten mal irgendwas mit Kerzenständern gelernt. Bim, 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 bim. Einrichtungsdrehbank. Mal gucken, was wir denn an Feuereffekten haben. Ein Wegweiser. Totenkopf. Laternenmast. Ja, das passt ja nicht wirklich. Eisenpfahl. Knochenhängelampe können wir über den Tisch hängen.
nichts in der Art gelernt. War aber der festen Überzeugung, wir hätten da mal einen Pfosten, Kette, Wandteppich, Seil, Kerzenständer, Eisenstange. Ach Quatsch, wie sieht denn der aus? Kerzenständer. Können wir das denn sehen? Können wir das hier sehen? Bambuspfosten, Barrikade, Bärenfell, Eisenpfahl. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob man den Eisenpfahl bauen kann und dann den Kerzenständer da draufsetzen. Das ist natürlich. Vor allen Dingen denke ich mal, wird der an der Säule ziemlich pompös aussehen. Wir gucken mal weiter. Nein. Freigeschaltet. Und nochmal zurück. Was hat denn der jetzt hier gemacht? So, Eisenpfahl. Bambuspfosten, dekoriert hier. Eisenpfahl, so. Stufenzaun, Polsterstuhl, Fenster, Feuergrube, Tisch, Schutem. Nein. Hummertopf, Zuflucht, Kessel, kleiner Kessel, Tisch. Alles nein, 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 nein. Mehrere Kerzen. Primitive Yeti-Statue. Von denen wollte ich auf jeden Fall welche bauen. Stuhl, Tonziegel, Wandgestaltung, Wandgestaltung. Ne, kann man nicht. Müssen wir die Fackeln da hinhängen. Oder wir können ja mal probeweise. Wie weit bist du hier, Kollege? Fertig. Können ja mal probeweise. Warte, wir machen jetzt erstmal den Eisenzaun, bevor wir jetzt irgendwas anderes hier. Das ist der Ausrüstungsamt. Hä? Wir müssen rüber. Lüber. So, wir bauen jetzt erstmal den Zaun. Das auch schon mal haben. Eisenzaun, wo bist du? Eisenstang. Zaun. Ups. Ups. 6 Stück. 5 Minuten. Rohes Hühnerfleisch, ganz sollte, kann man jedem empfehlen, rohes Huhn zu essen. In die Salmonellen inklusive. Okay, meine Lieben, wir sind noch bei 23 Minuten. Dann machen wir hier Schluss und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie wir hier weiter dekomäßig vorankommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn es jetzt nicht so aufregend war und ich dann konzentrierterweise ein bisschen schweigsamer als sonst. Es ist zu verkraften. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.